Und damit begrüße ich euch zurück zum Pro Cyclist Modus mit Jan Ulrich. Wir sind hier in einem relativ coolen Profil, muss man ja sagen. Schöner Start. Wir sollen die Gesamtwertung gewinnen bei der Rundfahrt, sind auch der Top-Favorit, haben heute die Plus 1. Sieht alles sehr, sehr schick aus. Aber da bin ich jetzt schon begeistert von der Rundfahrt. So, dann schicken wir mal Oliver Flord wieder an unsere Seite und nicht verwechseln mit Oliver North. Wir haben ja keine Iran-Contra-Affäre am Start, sondern Jan Ulrich. So, gleich mal geprahlt. Dabei habe ich mein Wissen aus American Dad. Ach, ja, schön. Gleich wieder versaut. Jetzt haben alle gesagt, Mensch, hat der ein Wissen. Nein, es gibt eine wunderbare American Dad-Folge zu Ollie North, der jetzt bei Fox dann irgendwie ist und so weiter. Daher habe ich das alles mal ergoogelt. Dann habe ich was zur Iran-Contra-Affäre durchgelesen und dann ist der Bildungsauftrag von Seth MacFarlane doch schon erfüllt. Ausreißergruppe können wir, denke ich mal, nicht reingehen, da wir der Top-Favorit sind. Wird dann schwierig werden, aber ich würde natürlich gerne jemanden in die Ausreißergruppe schicken aus der Mannschaft. Dürfen wir allerdings nicht. Die sind alle nicht willig auszureißen und wie gesagt, mit Ulle da jetzt in die Ausreißergruppe zu gehen, macht wenig Sinn. Deswegen spulen wir das alles mal ein bisschen schneller vor. Ich wollte trotzdem hier in das Profil ein bisschen schneller reingehen. Es sind auch nur 101 Fahrer am Start. Das müsste für Ulle aber eigentlich ein ganz gutes Profil sein. Auch wenn es ein bisschen hügelig ist. Die anderen Fahrer sind nicht stark genug, um mit uns mitzuhalten. Deswegen sollte das ein neuer Sieg werden. Wir haben eine neue Stufe gezündet. Das kann ich noch schnell erzählen, während wir hier in der Achtfachen ein bisschen durch die Berge rödeln. Da sehen wir 3,2 Kilometer lang, 5,2% steil. Das ist dann erste Kategorie in der Rundfahrt. Das wird jetzt die ganze Zeit so hin und her gehen. Unsere Mitstreiter werden da sicherlich im Finale nicht mehr an unserer Seite stehen. Also, wir haben die Zähigkeit verbessert von 64 auf 66. Wir haben die Ausdauer ein bisschen erhöht. Wir haben den Regenerationswert hochgebracht. Ich habe auf Puncheur trainiert. Das bedeutet, wir sind auch in der Beschleunigung etwas besser geworden. Wenn wir bei Berg geblieben wären, hätten wir uns nur im Zeitfahren, also bei Etappenfahrer, dann hätten wir uns im Zeitfahren leicht verbessert um einen Punkt. So war mir der Hügelwert dann doch mehr wert. Und so konnten wir auch in der Beschleunigung, wie gesagt, und vor allem im Zähigkeitswert schon mal ein bisschen was drauflegen. So, jetzt sind es noch 71 Kilometer. Es sind 60 Fahrer in der Spitzengruppe drin. Ausreißergruppe gibt es keine mehr. Die ist schon geschluckt. Unser Team ist allerdings auch gleich geschluckt. Da sehen wir, dass wir Thurau mal an unsere Seite holen. Der wird, glaube ich, am längsten in der Gruppe bleiben können. Von daher nehmen wir ihn mal mit. Flord ist raus. Bommel, Bauer, Steigner werden auch gleich raus sein. Wobei Bauer noch in einer ordentlichen Situation ist. Ich setze ihn mal wieder auf automatisch. Ich will mich da gar nicht groß drum kümmern müssen. So, Gebirgspass 3. Die Berge sind auch sehr, sehr liebevoll benannt. Ging jetzt relativ schnell rum die Etappe, aber ist auch nur knapp über 100 Kilometer. Daran könnte es natürlich liegen. Unser Name ist noch nicht auf die Straße gepinselt. Ulrich, Ulrich, Rich. So, ich habe gerade sehr, sehr heißen Männerkaffee getrunken, deswegen lispel ich dann immer leicht. Sonst habe ich immer eine ganz klare Aussprache, das weiß man ja. Hab da überhaupt kein Problem. So, 39 Kilometer ab dem Berg der ersten Kategorie würde ich dann jetzt mal etwas ruhiger durchgehen. 59 Fahrer, sind doch ein paar schon abgehängt. Wie gesagt, Ausreißergruppe gab es dann keine. Und dann gehen wir mal runter und schauen uns das hier im Hauptfeld an. Da haben wir dann Jack Bauer noch an unserer Seite und auch Haider Hated, der allerdings hier ein bisschen weit zurückhängt. Thurau fährt vor uns. Noch ein Kilometer bis zum Berg, natürlich auch hier nicht sehr selektiv. Ich denke mal, dass es auch hier am letzten Berg dann entschieden wird. Da, wo keine Bergwertung lustigerweise mehr genommen wird. Wer hier oben dann drüber braust, der hat es dann auch geschafft. Und wird sich den Etappensieg holen, weil ab da geht es dann nur noch bergab ins Ziel. So eine ganz kleine Flachpassage, haben wir gesehen, gibt es da noch. Aber im Grunde brauchen wir da erstmal nichts. Die Bergwertung haben wir mal weggelassen. Wir wollen jetzt auch hier nicht den Kannibalen spielen und alles gewinnen. Aber wie gesagt, das müsste eigentlich ganz gut funktionieren mit unserem neuen Ulle, der ja auch nochmal ein kleines bisschen schneller im Sprint ist. Den Hügel noch mal besser höher hochkommt. Ich finde einen 75er Wert, das ist jetzt auch schon sehr früh, sehr hoch, dass wir den erreicht haben. So, Berg der dritten Kategorie, 1 Kilometer lang.
Sollte kein Problem sein. Da vorne wird das Tempo verschärft. Ulle macht das alles im Sitzen. Gar kein Problem. Alles gefixt. Wäre schön, wenn es hier auch noch so ein paar verschiedene Fahrstile gäbe. Das wäre nice. Aber das ist natürlich dann auch Königsdisziplin. Das ist wie beim Tennis dann, dass man einfach erkennt, welchen Fahrer man da gerade hat. So ein Richard Virenque, der immer aus dem Sattel raus ist und gewankt ist. Ulle, der dann meistens mit relativ flachem Oberkörper da über dem Radl hing. Jetzt ist das Tempo komplett raus. Irgendwie will keiner mehr fahren. 50 Fahrer sind immer noch in der Gruppe. Ich kann jetzt niemandem sagen, dass er was machen soll. Thurau ist bei uns. Bauer ist schon fast platt. Aber schon lustig, dass keiner mehr fahren will hier 16 Kilometer vorm Ziel. Für uns nicht ganz so gut. Je selektiver das gewesen wäre, desto besser. Da kommt Steigner jetzt sogar wieder zurück in die Gruppe. Ganz, ganz merkwürdiger Rennverlauf gerade. Können ja mal Thurau für uns fahren lassen. Nur damit hier mal so ein bisschen Tempo gefahren wird. Da tut sich ja nichts. So, dann gewinnen wir hier die Bergwertung. Also unser Team. Aber dann ist das Tempo wahrscheinlich auch gleich wieder raus. Weil keiner sonst Tempo macht. Jetzt machen Bauer... Bauer hat jetzt die Führungsarbeit mit übernommen, der gerade wieder zurückgekommen ist. Dann kommt Carstensen, Kapitän der Mannschaft von Bike Aid, die ja sehr international aufgestellt sind. So, so, boah, irgendwie will keiner richtig fahren. Heider ist hier ganz hinten dran. Huch, ach, der ist gerade in dem Moment ausgegraut worden. So, jetzt fahren wir hier geradeaus und schauen wir mal, dass wir gleich die Attacke setzen am Berg, weil so macht das gar keinen Sinn. Es sind wieder 58 Fahrer am Start. Wir können ihm leider keinen Einsatzbalken geben. Heider können wir gar nicht steuern. Puh. Jo mai. Tschö. Wenn keiner will, dann fahren wir halt. Also habe ich jetzt auch kein Problem mit. Es geht dann eh nur noch bergab. Fahren hier mal mit der 90 hoch. Geht natürlich noch ein Stück. Aber es sind auch nur noch 7 Kilometer. Und von da aus geht es dann echt nur noch bergab ins Ziel. Wir drehen uns mal um. Das Hauptfeld reagiert jetzt natürlich schon. Aber ob die uns so schnell hinterherfahren können, ist die Frage. Sehen wir den Gipfel schon? Ach, wir sind schon oben. Ja, dann gib alles. Da geht es jetzt hier nochmal leicht gerade, aber dann geht es nur noch bergab ins Ziel. Also jetzt heißt es alles geben, was auch nur irgendwie geht, runter ins Ziel. Und dann müsste das eigentlich der Favoritensieg sein, den wir ja die ganze Zeit schon angekündigt haben. Noch 3,8 Kilometer, da kommt jetzt hier dieses minimale Flachstück. Da rollen wir aber einfach drüber, da sprinten wir auch durch, da geht der Puls nochmal nach oben. 1,8 Kilometer, wir können sprinten, Ulle gibt alles. Dann haben wir 44 Sekunden nach hinten und das ist der Sieg für Jan Ulrich, ganz easy. Aber da hat das Feld auch überhaupt nicht mehr mitgespielt. Das war ja langweilig. Grodi Piastowski, da gewinnen wir dreimal gelbe Trikot. So, Heider ist hier noch mit dabei. Der heute natürlich auch dank einer guten Tagesform ordentliche Hilfe geleistet hat, aber im Endeffekt konnte ich da jetzt auch keine Teamtaktik fahren. Weil wenn das Feld, boah, was hätte ich machen sollen? Einfach die Attacke gesetzt und irgendwie war wahrscheinlich eh keiner am Hinterrad, weil alle getrödelt haben und gepennt haben. Jo, Etappensieg für uns und ich denke mal, das könnte auch der Rundfahrtsieg dann werden. Gibt ja noch eine richtig schöne, noch steilere Bergetappe, wo wir wahrscheinlich auch alle abhängen werden. Spannung ist jetzt nicht unbedingt so zum Greifen zum Teil. Salim Kipkemboi, also Kenianer, Eritrea, sieht man schon. Das ist so in den kleineren Teams, da kommt langsam die Revolution aus Afrika. Natürlich auch durch Chris Froome so ein bisschen, der ja auch sehr populär ist in Afrika. So, 48 Sekunden waren es dann. Die Akne ist auf Platz 3. Akne van Engelen, nee, Atne. Branislav Samoilau. Die Verbindung wurde getrennt.
Wahrscheinlich wieder das E-Teaching von meiner Freundin nebendran, die einfach das komplette Internet wegfrisst. Ist aber nicht schlimm. Verbindung darf gerne getrennt sein. Solange es nur die Internetverbindung ist, ist das alles gut. So, Teamwertung sind sogar wir vorne mit 48 Sekunden, weil wir dann in der nächsten Gruppe eben auch noch zwei Fahrer platziert haben. Ein seltenes Gefühl des Glückes. Ich finde, der Fotograf, der das Foto hier gemacht hat, finde ich toll. Wahrscheinlich Hotelfrühstück einfach zu lange gewartet und dann schnell raus auf den Holzbalkon, Foto gemacht, ab in den Druck gegeben. Cyanid Sport, ja generell bekannt dafür für investigativen Journalismus. Auch in der Vorbereitung immer. So, also wir haben die Etappe gewonnen. Findet unser Chef gut. Findet er eigentlich alles ganz gut. Finde ich, kann man auch mal so stehen lassen. Das war ein Statement. Triumph Simulating Arbois nach Dole oder Dolle. Weiß nicht, ob das so ein dolles Rennen ist. Mal schauen, wie weit wir jetzt in der Folge noch kommen. Weil ich glaube, die Schlussbergetappe wird dann auch nochmal ganz interessant. Simulating Fiennes rund. Tour de France ist verlegt, kam jetzt bei mir gerade die Meldung. Wenn ihr diese Folge seht, dann findet die Tour de France wahrscheinlich gerade statt. Soll jetzt irgendwann im August, glaube ich, stattfinden, wenn ich das richtig gesehen habe. Aber ist doch auch schön, dass die Tour de France zumindest erstmal nur verschoben wird und nicht abgesagt wird. Wird vor allem auch Lukas freuen, der seiner zweiten Tour de France ja dabei sein möchte. So, jetzt schauen wir uns mal die nächste Etappe im Profil an. Haben auch gesehen, dass parallel der Giro d'Italia losgeht. Natürlich wäre geil, wenn wir dran teilnehmen könnten. Aber es ist vielleicht auch jetzt mal ganz schön, so ein paar kleinere, kurze Rennen zu haben. Wir sind ja beim Abo-Team, zumindest wenn ich diese Folge aufnehme. Bla bla bla. Immer noch mitten im Giro d'Italia, zumindest beim Hochladen. Aufgenommen habe ich es jetzt schon. Und ich werde wahrscheinlich auch die Tour de France mal versuchen, die nächsten Tage zumindest schon anzuspielen, um da eben auch ein bisschen bevorratet zu sein, wenn es dann mit dem Job wieder normal losgeht. So, bei der zweiten Etappe würde ich sagen, sehen wir uns dann gleich im Finale. Da gibt es dann einen kleinen Rundkurs, wie es ausschaut. Und dann sehen wir uns dort in der wichtigsten Phase, damit wir hier diese komplette Tour auch in eine Folge quetschen können. Also, bis gleich. So, die letzten 30 Kilometer. Vorne ist eine Gruppe weg. 2,5 Minuten. Und da sind einige Fahrer dabei, die knapp 2 Minuten Rückstand haben in der Gesamtwertung. Also das könnte dann eng werden mit dem gelben Trikot. Ich habe niemanden mehr, den ich hier irgendwie für Nachführarbeit einspannen kann. Habe das zwar während der Etappe mal gemacht, aber dann schnell gemerkt, dass das nichts bringt, weil unser Team dann gleich platt ist. Es geht unter 2 Minuten. Vorne brechen sie anscheinend jetzt auch ein bisschen ein. Gerade in der Ebene merkt man das, dass der Vorsprung hier jetzt ganz, ganz schnell kleiner wird. 1,5 Minuten noch. Natürlich hier vorne mit dranbleiben über den nächsten Berg der dritten Kategorie. Vielleicht können wir im letzten Berg der dritten Kategorie dann nochmal was machen. Aber da vorne geht gerade gar nichts mehr. Und brechen die jetzt völlig ein. Das hätte ich gar nicht gedacht. Ich dachte sogar, das könnte eng werden hinten raus. Jetzt geht es hier wieder in den steilen Part rein. Da kann man dann wahrscheinlich auch hier nochmal attackieren im Finale. Beziehungsweise das ist ein anderer Berg der dritten Kategorie, den wir dann gleich im Finale nochmal fahren. Ansonsten, der wäre mir fast lieber, weil der richtig schön steil ist. Vorne sehen wir gerade den Namen nicht an. Laurin Winter ist vorne dabei, wo ich erst gedacht habe, hä, ist der nicht aus unseren Abonnententeams? Jetzt ist hier wieder 1,40. Jetzt kann irgendwie keiner mehr oder will keiner. Jetzt wird da vorne der Vorsprung wieder größer, der Ausreißer. Das muss ja auch nicht sein. Da kommt Murias jetzt mal vorgefahren. Also die Helferteams sind hier sehr schwach und ich habe, wie gesagt, niemanden an meiner Seite. Da hebe ich mir die Energie lieber auf für den Berg der dritten Kategorie hinten raus und dann gibt es wieder einen kleinen Sprint ins Ziel. Bin auch gespannt, was die Konkurrenz da so leistet. Aber jetzt müsste der Vorsprung wieder kleiner werden nach vorne in der Abfahrt. Können die Fahrer hinten da eher mal Energie verballern? So, Team Skoda, wie gesagt, hier wieder dabei. Sieht wirklich so ein bisschen aus. Da haben wir das Bergtrikot. Stachowiak trägt das Samoilau, der ja unser engster Verfolger, ärgster Verfolger momentan ist. Dann haben wir Haider Hated, der sich wieder an unsere Seite geschlichen hat und uns vielleicht ein paar Körner sparen kann. Noch 18 Kilometer. 1,38 immer noch der Vorsprung. Also man sollte da schon nochmal ranfahren. Wie gesagt, ich kann niemanden vorne einspannen. Haider ist jetzt gleich auch wieder raus. Sobald es hier leicht nur den Berg hoch geht, ist es dann vorbei. Aber jetzt hat sich auch wieder ein, zwei Fahrer haben sich da gefunden für die Nachführarbeit. Haider bleibt noch dran.
Jetzt müssen wir hier aber aufpassen, dass wir hier auch gut mit über den Hügel kommen, dass sich da keiner absetzt. So, wir sind in sehr vorderer Position. Schauen wir mal, 25 Sekunden noch für die Ausreißer. Jetzt haben sie wieder kurz Tempo rausgenommen, aber das lag nur, weil Van Engelen sich da ein bisschen abgesetzt hatte. Oh. So, wie gesagt, dieses dauernde Lücke reißen finde ich nicht so geil. Hendricks haben wir hier, Südafrikaner. Dann zwei Polen und Van Engelen aus Holland. 10 Kilometer Marke, 4 Kilometer bis zur Bergwertung. Gleich wird es hier bergauf gehen. Da sollten wir dann schön weit vorne sein, wenn wir da eine Attacke setzen wollen. So, nicht da dranhängen, Ulle. Da vorne geht es dann auch schon hoch. Bedeutet für uns ein Stück nochmal weiter nach vorne. Und dann können wir hier die Attacke reinsetzen. Selbe Taktik wie vorhin auch schon. Ist jetzt nichts ganz Besonderes. Schauen wir mal. Erstmal reagiert keiner. Energiegel natürlich schnabulieren. 23 Sekunden. Es geht noch weiter bergauf, aber dann eigentlich nur noch bergab. Da oben haben wir die Bergwertung. Der gelbe Balken leidet gar nicht so sehr, wenn man sich das gerade anschaut. Das sieht eigentlich wieder ziemlich gut aus. Jetzt schauen wir mal. Samoilau ist da hinten dran. Wir rödeln mit der 99 mal ins Ziel und schauen, wie gut wir damit durchkommen. Je mehr Kurven, desto besser für uns. Dann können wir leicht regenerieren. Hier ist jetzt nochmal ein kleines flaches Stück. Immer noch 2 Kilometer. So, jetzt sind wir in Zielnähe. Wir sprinten ins Ziel, geben alles, was wir haben. Der gelbe Balken müsste das eigentlich aushalten. Und das müsste der Sieg für Jan Ullrich sein. Die Ziellinie müsste jetzt aber auch bald kommen. Da kommt die Konkurrenz. Ulle gewinnt. Auch die zweite Etappe der CCC-Tour geht an Jan Ullrich und das Team Downer. Sehr, sehr schön, aber auch jetzt nicht überragend taktisch gemacht, sondern einfach nur überlegen. Das ist halt so ein bisschen das Langweilige, dass wir halt einfach überlegen sind. Was anderes können wir nicht machen, Schwierigkeitsgrad können wir auch nicht mehr hochdrehen. Also von daher läuft jetzt gerade einfach so. Wir müssen das so hinnehmen. František Žižr wird Zweiter, Žižr, keine Ahnung wie er ausgesprochen wird, Karol Domagalski und Pavel Čislík und dann haben wir auch wieder Salim Kipkemboi. Kipkemboi, ich liebe diese kenianischen Namen. Kipkemboi klingt einfach schon geil. So, Judge Dredd hat uns wieder verfolgt. Wir werden dann als eine Gruppe gewertet, das war aber klar. Wir haben jetzt eine Minute Vorsprung und es gibt noch eine schöne Bergankunft oder zumindest eine bergige Etappe. Ich weiß gar nicht mehr, ob es auch eine Bergankunft war. Ullrich der Stärkste, also das gelbe Trikot holt sich auch hier wieder den Etappensieg. Nichts leichter als das, wir haben schon wieder 73 Punkte gesammelt. Und gehen natürlich direkt rein und dann schauen wir uns das Profil an und entscheiden dann wieder kurzfristig, ob wir die komplette Etappe spielen, was ich nicht glaube, oder ob wir einfach zum finalen Anstieg dann wieder einsteigen. Dann kriegen wir das Ganze nämlich auch für euch so hin, dass ihr nicht eure halbe Lebenszeit in meine Videos stecken müsst. Also auch kein Problem, wenn ihr das macht, aber es gibt schon auch Wichtigeres. Also nein, tut es bitte nicht. Es ist definitiv nicht richtig. So, kurz nochmal am Kaffee genippelt. So, Giro d'Italia, Etappe 2. Embourg nach Beaufay. Beauregard von One Piece. So, Entwicklung des Interesses ist natürlich wieder astronomisch, aber es sind leider keine neuen Teams auf uns aufmerksam geworden. Das finde ich ein bisschen schade. Denke mal, wenn wir die nächste Etappe auch noch ganz erfolgreich für uns gestalten und dann auch die Rundfahrt gewinnen, dann wird mindestens der FC Barcelona auf uns aufmerksam. Die brauchen ja Spieler, habe ich gehört. So, mal schauen, aber hier ist jetzt immer noch nicht, wie gesagt, leider keine neuen Teams dabei, sondern immer nur die anderen, deren Interesse jetzt natürlich sich immer mehr steigert.
Ich habe mich inzwischen fast ja, Richtung Gazprom entwickelt, weil es natürlich auch ein Continental Pro Tour Team ist. Haben schon ein paar ganz gute Fahrer dabei, die man auch kennt. Sergej Chernecki, Simone Velasco, also hier auch Scarponi, der jetzt wieder 22 Jahre jung ist. Mensch, das läuft doch. Außerdem beim russischen Team, da rollt nicht nur der Rubel, da rollen ganz andere Sachen. Bardiani habe ich auch noch überlegt, auch so ein Team, das man eigentlich kennt und mag, natürlich mit vielen italienischen Bergfahrern, Puncheuren, das wäre auch noch eine Möglichkeit, können wir uns dann später noch entscheiden. Das Interesse ist jetzt ja noch nicht immens hoch, das wird nochmal steigern oder steigen. Die Kontinentalteams sind sehr, sehr interessiert und wenn wir jetzt gleich die Rundfahrt gewonnen haben, dann wird das nochmal viel, viel mehr werden. Also ich würde sagen, wir steigen so bei Kilometer 100 ein, dann haben wir noch 70 Kilometer Bergetappe. Und da freue ich mich drauf, auch wenn wir wahrscheinlich mit Ulle einfach völlig overpowered sind. Also, bis gleich. So, wir steigen doch ein kleines bisschen später ein, weil nicht wirklich viel passiert ist. Man sieht jetzt am letzten Berg oben, der ist dann doch ein bisschen schneller geworden. Also unser Team hat ordentlich arbeiten müssen, aber richtig in Front mussten wir eigentlich nicht arbeiten. Das waren andere Teams, die da mehr Kraft aufgewendet haben, weil wir eben Oliver Flort vorne in der Ausreißergruppe haben, was ich eine gute Taktik finde. Da muss also Bike Aid muss da jetzt fahren. Aber ich denke mal, dass wir das im Sack haben. Wir haben eine Tagesform von minus 1, das ist natürlich nicht ganz optimal. Aber der Abstand zu den anderen Fahrern ist einfach so enorm groß von der Qualität her. Da haben wir Erm gehabt. Wenn man da nicht auf den Namen kommt, ist gar kein Problem. Man spricht ihn quasi aus Versehen schon aus. So, Heiderhated fährt vor uns, auch wenn er uns gar nicht wirklich beschützt. Aber das sollte er dann doch mal machen. Wäre eigentlich ganz cool. Weil er wird wahrscheinlich am längsten noch mit uns mithalten können. Bommel hat da jetzt auch schon gerade Probleme. Thurau fällt auch schon raus. Mal schauen, ob wir vielleicht nochmal ein Wasser holen, solange da noch halbwegs Energie da ist bei Thurau jetzt in der Abfahrt. Wenn er da nicht rausfällt, wäre natürlich wunderschön. Passiert ja häufiger mal in der Abfahrt. Aber das müsste eigentlich passen, außer er bremst jetzt zu viel in der Kurve. Ne, er ist auch nicht geradeaus gefahren, auch gut. So, dann kriegen wir nochmal ein Wasser. 35 Fahrer sind in der Favoritengruppe, Ausreißergruppe mit 5 Fahrern, unter anderem eben mit Oliver Flort. Hängt da so ein bisschen, keine Ahnung, im luftleeren Raum rum. So, also noch 2 Berge der ersten Kategorie. Ich krieg wieder weiter Nachrichten. Sorry, sorry, sorry. Deswegen war ich kurz abgelenkt. Gebirgspass 3. Ja, das ist total romantisch. Sehr, sehr romantische Namen hier bei der Rundfahrt in Polen. Aber kennen wir ja auch schon. Ich glaube, bei der Polen-Rundfahrt haben wir uns beim allerersten Jan Ulrich Let's Play mal für die großen Rundfahrten qualifiziert fürs nächste Jahr, für die Grand Tours. Und da hieß es auch immer Gebirgspass 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ganz militärisch das Ganze. So, wir fahren mir ein bisschen zu weit hinten. Wir können uns das leisten, vorne zu fahren. Peng hat angegriffen. YouTube Peng. Schöner Name. 4 Fahrer, 1 Minute vorne weg. Ich habe mir die Ausreißer alle mal angeschaut. Sind ungefährlich für uns. Die müssten schon mit 7 Minuten, 8 Minuten Vorsprung ins Ziel kommen, damit das irgendwie reicht für das gelbe Trikot. Das wird nicht passieren. Haider Hated fährt vor uns. Mit der Rückennummer 5. Aber wie gesagt, Bike Aid macht sehr, sehr viel Arbeit. Generell ein Team, was ich ziemlich cool finde. Aber die haben mir ja kein Angebot gemacht. Und ist, glaube ich, auch, weiß nicht, ob die Continental Pro sind. Stachowiak, das Bergtrikot hat jetzt Probleme. Da fahren wir mal leicht dran vorbei. Haider kommt nochmal hin. Wir sind wieder auf der Busspur gefangen. Und dann ist es jetzt gleich auch um die Ausreißergruppe geschehen. So, da sind wir oben. Nächste Bergwertung, Berg der ersten Kategorie. Die Ausreißer sind eingeholt. 22 Fahrer jetzt in der Spitzengruppe. Kann gleich wieder auf 23 hochgehen. Mal schauen. Wir haben keinen Helfer mehr dabei. Das sind wir ja schon gewöhnt. Aber immerhin haben wir nochmal ein Gläschen Wasser bekommen. Das ist ganz wichtig. Gebirgspass 4 wird jetzt gleich hochgefahren. Damit konnte jetzt wirklich keiner rechnen, dass der Nummer 4 heißt. Ist schon echt schön. Da haben sie sich Mühe gegeben. Aber die
die Leute, die hier die Profile immer bauen für die ganzen Etappen, das ist einfach nur großartig, wer sich da so viel Mühe macht, damit ich hier einfach ganz easy blöd vor mich hinquatschen kann. So, 11 Kilometer bis zum Gipfel. Ich denke mal, 6 Kilometer lang wird der Anstieg circa sein. Da ist Bommel ist wieder da, Haider ist wieder da, 26 Fahrer, klemmt sich da jetzt auch direkt vorne mit rein. Bommel macht vielleicht auch noch ein bisschen Führungsarbeit. Haider hat sich vor uns geklemmt, damit wir ein bisschen Energie sparen können. Optimal. Also das ist mal eine gute Teamleistung und es sind nur noch 26 Fahrer vorne dabei. Haben jetzt aber auch einige ihren Formhöhepunkt. So, jetzt würde ich natürlich gerne eine Teamtaktik fahren, aber geht nicht mit dem Team. Können jetzt nur mal schneller nach vorne fahren, damit wir reagieren können, falls was passiert. Es gibt ja dann auf den letzten Metern noch mal eine kleine, einen richtig steilen Anstieg. Von daher sollte man da aufpassen. Oh, 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 Ole. Da wieder die eigenen Jungs weggedrückt. Jetzt sehen die alle ziemlich platt aus. Hier haben wir Kip Kemboy, den wir jetzt mit hochschieben anscheinend. Jetzt fährt er zur Seite, weil er die Schnauze voll hat. Wie weit ist es noch? Sind noch 3 Kilometer. Ulle im Sitzen. Mal schauen. Cislik sieht nicht mehr so ganz gut aus. Erhöhen wir nochmal das Tempo. Vielleicht können wir zum Sitzen absetzen. Wäre ganz schön mit Ulle, das mal zu schaffen. Jetzt wird es natürlich ein bisschen flacher. Jetzt haben wir noch 13 Fahrer in der Gruppe. Noch 1 Kilometer, die Bergwertung können wir uns holen. Mal schauen. Und dann lassen wir uns aber erstmal wieder in die Gruppe zurückfallen. Da sind jetzt einige ziemlich platt. Mal schauen, sind die alle platt? Nee. Weil es wird schon nochmal, da diese letzte Kuppe, die wird es schon nochmal in sich haben. Da müssen wir dann gleich auch so bei Kilometer. Eigentlich können wir es jetzt schon fast nehmen, weil die Kilometer ja schneller rumgehen. Wenn wir bergab fahren, aber nicht, wenn wir so fahren. Da tut sich ja nichts. Jo, jetzt will keiner mehr. Hätte ich vielleicht doch schon attackieren sollen, anstatt dann nur das Tempo hochzuhalten. Weil so wird das nichts. Alter Schwede. Gleich sprühen hier die Funken. Bremse zu dick gezogen wurde. Ach Leute. Ernsthaft? Ja, ich fahre mal mit dem 60er Wert von vorne, dann kann ich mir auch die Attacken anschauen, die da gleich kommen werden. Es ist ja höchstens 1 Kilometer, aber der hat es in sich. Sollte man trotzdem ein bisschen Energie sparen. Da geht es jetzt hier schon rein. Schauen wir mal, wer da jetzt vorbeifährt. So, da setzt sich Ulle nochmal ab. Schauen wir nach links rüber, da sollte nichts mehr kommen. Es müsste der Etappensieg werden für Jan Ulrich. Dann haben wir alle 3 Etappen bei der Rundfahrt gewonnen. Dann haben wir aber auch gesehen, dass die Konkurrenz nichts drauf hat. Das war ja auf Sparflamme, da hatten wir noch Energie übrig. Wir hätten am vorletzten Berg schon attackieren können und hätten das Ding wahrscheinlich trotzdem gewonnen, weil einfach keiner mehr was machen konnte. Aber gut, 3 Etappensiege, Rundfahrtsieg würde ich jetzt mal. Gerade mal so übers Knie brechen und Pi mal Daumen sagen, könnte gereicht haben. Der Himmel weint auch direkt, weil Jan Ulrich gewonnen hat. So was Schönes gab es in Polen schon lange nicht mehr. So, Branislaw Samoilau, und das war jetzt gerade, glaube ich, sehr rassistisch. Das war gar nicht so böse gemeint. So, Gesamtsieger, Punkte 1, Punkte, nee, Erfolge 2 haben wir freigeschaltet. Jan Ulrich mit 19 Sekunden Vorsprung dann sogar auf Platz 8.
Da haben wir noch mal ein paar Fahrer, unter anderem Kip Kemboy haben wir dort distanziert. Jonas Rapper Rapp auf Platz 3. Dieser Moilau auf der 2. Und in der Bergwertung hätten wir es auch fast noch gerobbt, obwohl wir in der ersten Etappe ja gar nichts geholt haben. Punktewertung, Maximalausbeute zumindest für die Ankünfte. Nachwuchsfahrerwertung haben wir locker gewonnen. Und in der Teamwertung sind wir sogar auf dem fünften Platz. Da ist Bike Aid auf Platz 2 sehr, sehr stark mit dabei. Und dann würde ich sagen, machen wir nochmal einen kurzen Blick darauf, was denn die anderen Sponsoren so von uns halten. Und vor allem werfen wir mal einen Blick. So, erstes Etappenrennensieg in Continental. Der Teamchef ist auch glücklich. Da kriegen wir auch wieder ordentlich Punkte obendrauf. Vierter in der Bergwertung. Selbst das findet er gut. Also er ist auch leicht zufriedenzustellen. Wir schauen mal schnell, was die anderen Teams denn jetzt so sagen, ob sie zufrieden mit uns sind. Das Interesse steigt und steigt und steigt. Unter anderem das Team Felbermeier ist da ganz, ganz weit vorne. An zweiter Stelle das Team Canyon, aber das erste Continental Pro Team, was Interesse hat, wäre Bardiani und Gazprom auch so ein kleines bisschen. Müsste ja eigentlich nochmal steigen. Ich glaube, das wird jetzt erst am nächsten Tag kommen. Wenn dann eben auch unser Ergebnis in die Wertung eingeht. So, Kudekerk nach Dünkerk. Klingt sexy, muss ich immer. Bei Dünkirchen muss ich jetzt immer an ziemlich beste Freunde denken, wo er sagt, aus Dünkirchen kam noch nie was Gutes. Da kamen dann alle hässlich oder sowas. So, nationalen Zeitfahrmeisterschaften aus Ghana können wir mal weglassen. Ich weiß gar nicht, ob es Ghana war. Es sah auf jeden Fall so ähnlich aus. So, Entwicklung des Interesses müsste jetzt nochmal gestiegen sein. Dann werfen wir doch nochmal einen kleinen Blick drauf. Sehen, dass es hier nochmal ein bisschen hochgegangen ist. Team Medellin und Bardiani und Gazprom sind immer noch relativ schwach. Lustigerweise haben die auch gar nicht so viele Punkte geholt. Und wir müssten jetzt in der Kontinentalwertung auch langsam mal so Richtung Top 10 kratzen, würde ich sagen. Ja, vielleicht auch nicht. Na, immerhin 24. sind wir. 213 Punkte. Damit sind wir jetzt auch Teambester an Henning Bommel vorbeigezogen. Jan Wasihasi, Ulrich. Das war ja schon immer sein Spitzname. Danny van Poppel ist auf 1, Bonifacio auf 2. Jens de Büskere, Raoul Alarcon, der uns ja auch schon mal um die Ohren gefahren ist. Und hier wieder ein Eritrea. Girmay Binyam Girmay. Was hat der gewonnen, dass er jetzt da so die Tour de Yorkshire, Tour de Jura, aber scheint die Tour de Yorkshire gewesen zu sein, die er sich da geholt hat. Auch nicht schlecht. Respekt, also einen Riesensprung gemacht. Aber wir werden auch noch Riesensprünge machen, unter anderem dann in der nächsten Folge, wo es zum nächsten sexy Rennen geht, zum Beispiel dem Minsk Cup, den wir aber dann vielleicht auch einfach mal überspringen können. Und dann geht es zum Horizon Park Race for Peace, und zwar in der Ukraine. Da geht es dann leicht ansteigend ins Ziel, da werden wir wahrscheinlich auch keine Chancen haben, aber vielleicht halten wir da ja auch nochmal im Finale so ein bisschen mit rein. Oder fahren eben auch für die Teamkollegen, fahren den Sprint an, können wir ja alles mal machen. Ich sage Dankeschön fürs Schauen und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder beim Bro Cyclist mit Jan Ulrich. Bis dann.